Okay. Naja, oh, dafür schon mal der. Ja, gut. Naja, egal. Das ist ja nicht so schlimm. Ah, okay, verpissen wir uns. Na los. Oh ja, komm. Ich hau ab. Nehmen wir ein paar mit. Das ist natürlich safe auch legendär. Auch nötig noch, ich habe jetzt keine Lust, das zu entsperren. Jedes Mal der gleiche. Wie komme ich denn wieder zurück? Oh ne, jetzt an, ich muss es entsperren. Ach nö. Ach nö, habe ich keine Lust. Wie kann man wieder zurück? Komme ich doch so zurück? Kann er ja auch ohne entsperren. Okay, so. Auch immer dieses bescheuerte Entsperren, das machst du ja nur, also irgendwie ist das nicht so ein schönes Minispiel. Also auf Dauer nicht, weil du es immer wieder machen musst, da musst du aber, ne? Ich weiß, ich finde dieses Entsperr-Minispiel. Also mal, das ist cool. Aber so auf Dauer. Oh, kann ich nicht irgendwie anders? Ich hab keine Lust mehr, sonst gucken. Oh, geht das nicht irgendwie? Warte mal, muss auch irgendwie anders gehen. Scheiß drauf. Geht halt den langen Weg. Geht der Scheiß nicht. Ah ja, hier. Doch. Geht doch hier. Hier rüber. Keine Lust, jetzt wieder JST zu benutzen. Ja. Yep. Danke. Yep. Ist richtig. Yep. Genau. Sehr schön, geht auch schneller. Es wird auch keine Lust, da jetzt nochmal zu entsperren. Sehr schön, wir haben es geschafft. Geil. Okay, mal gucken, was die anderen Quests jetzt bringen. War hier nochmal kurz. Nur für den Fall, nicht, dass wir abgeschossen werden. So, und damit hätten wir die erste Mission für die nächste, die neue Fraktion geschafft.
Was? Wo bin ich? Was? Robert, was ist denn der Quest? Also das ist der Scheiß. Das ist der Kaka, ja. Das sind Level 4er, wie kann das, das sind Level 4 und? Ja, egal, brich ab. Ja, nein, nein, nein. Warte, öffne sofort die Karte. Aber warum ist denn jetzt die an? Ich habe eine andere gehabt. Level 5. Wieso bin ich im Level 25er Gebiet? Nein! Oh, was ist denn das? Ja. Natürlich die. Ist auch logisch. Ja. Genau. Nein! Alter, das Scheißspiel macht irgendeine Fick-Quest an und ich soll jetzt. Ey, ohne Witz, was ist denn das für eine Unlogik? Natürlich die Quest, die fortführend ist. Alter, wow. Danke, Spiel. Wirklich toll. Oh, Alter, es ist so bescheuert. Entschuldigung, es ist aber wirklich dämlich wie sonst was. Ist das Spiel... Ja, komm, nicht hinkriegt. Wo bin ich denn über? Allein Level 25. Bin natürlich davon ausgegangen, von der Logik her. Man darf mit dem Spiel bestimmt mit Logik kommen. Ist er dann das auch aktiviert? Jetzt komm, ja. Mach einen Sprung. Oh Gott. Wir nehmen keine Gefangenen. Ja. Das geht jetzt nicht. Oh, so bescheuert. Ich hab keine Lust mehr. Ja, natürlich, wenn man davon aus, wenn man davon nichts, natürlich gehe ich davon aus, dass die Mission und nicht irgendeine Scheiß. Was soll denn das? Alter, was soll das? Mann, ja toll. Ja, wie soll ich jetzt hier wegkommen? Danke, Spiel. Alter, so ein Scheiß, ey, wo war denn das jetzt? Oh. Ey, ich hab die Schnauze gerade so voll. Wenn das Spiel Fehler macht, soll ich das jetzt ausbügeln? Danke. Toll, so ein tolles Design. So kann man ein Spiel designen. So schön scheiße. Alter Schwede. Entschuldigung, aber jetzt nicht. Jetzt komm. Ja, weil das nicht an. Mir egal. Mach einfach. Mach, mach. Schön, dass es dir gut geht. Ja. Können wir jetzt bitte diese Quest mal fortsetzen? Alter. Es ist natürlich auch, denke ich mir natürlich, außer Luge. Ja. Oh ne, ja. Mach hin. Scan abgeschlossen. Du kannst landen. Danke. Ich würde jetzt einfach gerne. Die müssen wir später machen, diese eine Quest. Weil dafür brauche ich, muss ich mein Schiff upgraden. Was ja nicht schlimm ist, aber. Abfall, du beseitigt hast. Oh, nochmal 1800 bekommen. Ah, oh, wie geil, danke.
Oh, manchmal ist das Spiel halt hart nervig, ne? Verstehe das auch nicht. Wie kommt man auf ein Level? Wie kommt das zustande? Ich schätze wirklich mal, dass sie da irgendwie das gar nicht. Ja. Wir hätten vielleicht eine Spezialquest machen dann für die. Hey, hallo. Ah, bin wir da. Potenzial. Aber ich muss noch mehr von dir sehen. Noch mehr. Ah, du bist zurück. Wie war's? Die Mission war ein Erfolg. Ich bin bereit für den nächsten Schritt. Gut. Du hast den Auftrag erledigt. Also reden wir mit dem Marshall. Komm mit. Ja, endlich mal. Endlich mal was Vernünftiges. Ja. Unser Hauptquartier ist in den oberen Etagen des Turms. Wir haben aber auch Stationen im gesamten Raum des Freestyle Collective. So können wir Bedrohungen schneller identifizieren und auf sie reagieren. Wie schon gesagt, es gibt insgesamt weniger als ein Dutzend Ranger. Und wir haben begrenzte Ressourcen. Zum Glück respektieren die meisten Leute uns und sind kooperationsbereit. In diesem Job sind deine Augen, deine Ohren und dein Verstand ebenso wichtig wie deine Marke und deine Waffe. Ah ja. Ja. Pff, die müssen wir selbst mit Wandpfosten angucken. Marsha? Emma, du bist vermutlich hier, weil du überzeugt bist, dass unser Neuling dem Job gewachsen ist. Wirkt recht fähig. Und wir könnten die Hilfe brauchen. Also gut. Tritt vor, Neuling. Auf ein Wort. Entschuldigung. Ja, danke. Ich habe nur eine Frage. Schwörst du, die Menschen im Freestar Collective zu beschützen, auch wenn du dabei dein Leben riskierst? Absolut, Marshall. Gut. Hier, für dich. Du bist jetzt Deputy bei den Freestar Rangern. Ranger Wilcox ist für deine weitere Ausbildung im Feld zuständig. Hör auf sie und befolge ihre Befehle. Willkommen an Bord, Deputy. Wir haben leider zu viel zu tun, um eine Willkommensparty zu schmeißen. Eine Farmerin auf Montara Luna hat uns kontaktiert. Offenbar will ihr jemand ihre Farm wegnehmen. Sie hat Angst, dass sie in Gefahr sein könnte. Wissen wir denn was über diese Farmerin? Nur ihren Namen. Michaela Wagoner. Es gibt schon sehr lange Wagoners auf Montara Luna, worauf sie vermutlich sehr stolz sind. Was kannst du denn über Montara Luna sagen? Naja, es ist ein Mond in der Umlaufbahn von Montara. Er hat Atemluft, ein warmes Klima und gute Erde für den Ackerbau. Klingt ja recht simpel. Naja, das ist am Anfang meistens so. Es bleibt aber nicht immer dabei. Am besten gehst du erst einmal von gar nichts aus, sondern bist völlig unvoreingenommen. Pack alles ein, was du brauchst, dann brechen wir auf. Von Ranger Wilcox kannst du viel lernen. Sicher. Gut, ich habe bekommen. Ist er besser? Ich bleib wieder bei meinem. Viel Glück da draußen. Je eher wir auf Montara Luna sind, desto besser. Okay. Bis dann.
Gut. Ich komme gut durch. Was? Freut mich sehr. Danke. Da spritzt ihr ja schnell rum. Bin ja 5 Minuten Deputy und schon wissen sie alle. Geil. Wilcox wollte mich mal nachts auf dem Heimweg verhaften. Die ich heftig, muss die Ohren offen halten. Man weiß nie, was die Leute vielleicht... Helga sagt, ich verbringe zu viel Zeit am Terminal. Setz dich raus. Das stimmt vermutlich. Könnt ihr ein Zimmer mieten? Ich weiß, das sieht riesig aus, aber wir haben keine Zimmer zu vermieten. Die oberen Stockwerke des Turms sind alle von den Freestar Rangern belegt. Versuch es am besten mal im Stone Root Inn. Das ist in Midtown. Schade, dass du gehst. Komm bald wieder, ja? Mir ist schade, dass ich gehe, wenn du nichts hast für mich. Waffenbank, ah ja. Ah, dann kann ich ein bisschen was verkaufen, oder? Wenn du mich fragst, ist es einfach nur leichtsinnig, ohne Waffe im Freestar-Raum unterwegs zu sein. Hast du ja viele Kunden, die Ärger machen? Jede Menge sogar, ja. Wenn man nicht oben im Kern ist, ist das Leben hier nicht leicht. Es gibt 1000 Arten, hier Ärger zu bekommen. Durch die Tür kommen immer wieder verzweifelte Leute auf der Suche nach einem Ausweg. Ich weiß, streng genommen ist es nicht meine Schuld, wenn jemand mit einer von meinen Waffen in der Stadt rumballert. Aber es ist ein blödes Gefühl. Hoffentlich bist du nicht so jemand. Ich glaube, du bist okay. Hier, bitte. Kauf mal ein bisschen was, ne? Sables, die Spears, okay. Dann darf ich auch mal eine kleine Pistole, warte mal. Aha. Okay. Die nie. Okay. Warte mal kurz. Jetzt die Stützwippe. Die Muni teilen wir doof. Aber manchmal finde ich die ganz gut. Die Street Sweeper. Die 085 teilen mit. Na, Munition. Thank you.
Aller Favorit geht nicht, ne? Kann weg. Ich habe so diese hier 265 und dann nimm die doch mal. Gesetzlose Ashton, die Banditen von der Shaw-Bande. Ganz gefährlich sein. Darf man die ausprobieren? Braucht man eine zuverlässige Waffe. Ich glaube, die ist gut. Ne, ich glaube, die behalte ich. Die nehme ich. Gut. Was nehme ich noch? Oh Gott. Das sind wir auf den hinteren Plätzen. Nein. Voll. Bei 6 kann ich auch, warte mal, die hier nehmen. Das ist die 6 dann, oh Gott. Ja gut, Katana und so brauche ich nicht. Die hier. Dann mit der hier. Ja, ja, ist ja gut, ist ja in Ordnung, du blöde Kuh. Das ist Waffentest, nennt sich das. So. Komm mal, ich komme in Schissmenü so rein, okay. Nicht übel, okay. Ja, dann nehme ich die noch. Habe ich die? Die ist doof, will ich mal haben. Dann die, was mit der? Nee. Gang Rival, wir kommen Econoc, brauche ich auch nicht mehr. Dead Eye. Ion. Nee, so ist okay, dann kann ich den Rest verkaufen. Was? Klar, Laredo Bau. Jede Menge so. Wenn man nicht oben. Durch die Tür. Ich weiß nicht. Hoffentlich bist. Ich will das nicht bereuen, okay? Es ist mir scheißegal, was du willst. Hast du schon mal daran gedacht? So, verkaufen. Ich will verkaufen. Cutter auf jeden Fall nicht. Also auf jeden Fall die beiden. Die möchte ich verkaufen. Die will ich weghaben. Die ist doof. Das brauche ich auch nicht mehr. Modifiziert da irgendwas. Oh, warte, da müsste ich dann mal gucken. Zurück. Oder wer will nicht verkaufen? Genau, mal so. Munition.
Es dauert auch 3 Jahre, ne, bis du immer fertig bist. Aber das ist so eine Knarre. Ah, das war die, ja, die kann auch weg. Gesetzlose. Ich habe ja, sicher... du kannst halt auch nicht so nach Favoriten, dass du die Favoriten in einer Reihe hast und dann nur austauschen musst. Das ist sehr, ja, es ist sehr blöd gemacht. Das ist auch doof. Genau, also. Also, ne. Oh ne, nein, nein, alles gut. Dann, ah ja, stimmt, war ja unter Wert. Wie hab ich jetzt hier kein Visier? Ach, ist ja auch egal jetzt.